Entschuldigen Sie, Dr. Renz, aber ich mache es ganz kurz. Guten Tag, gnädige Frau. Was kann ich für Sie tun? Vor 6 Jahren habe ich meine Tochter verloren. Uta ist umgebracht worden von Eberhard Buck. Sie kennen ihn. Der Diplom-Ingenieur. Ach ja, ich erinnere mich. Ich habe ein paar Mal Golf mit ihm gespielt. Bitte, nehmen Sie Platz. Wenn ich richtig informiert bin, wurde Eberhard Buck dieser Tage aus dem Gefängnis entlassen. Das ist gut möglich. Die Reststrafe wird häufig zur Bewährung ausgesetzt. Ich bin heute der Meinung, dass es vollkommen sinnlos war, diesen jungen Mann einzusperren. Darüber ließe sich streiten. Unser Strafrecht ist für Verbrecher gemacht. Aber Eberhard Buck ist kein Verbrecher in diesem Sinn. Ich denke, die härteste Strafe für ihn war es, mit dem Bewusstsein seiner Tat weiterleben zu müssen. Ich weiß nicht, wie er damit fertig geworden ist. Es geht mir ja auch nichts an. Leicht war es sicher nicht. Er hat meine Tochter geliebt. Ich habe Briefe gefunden, die er ihr geschrieben hat. Jahre später war das. Ich war erschüttert. Eine schlimme Geschichte. Besonders auch für Sie. Ihre einzige Tochter? Ja, mein einziges Kind. Und ich habe sie über alles geliebt. Genau wie er. Und seit ich diese Briefe fand, ist mir dieser Mann ganz merkwürdig nah. Versteht Sie das? Ich kann es mir vorstellen. Und damit komme ich zu meiner Bitte. Ich möchte Buck sprechen. Ich möchte ihm meine Unterstützung anbieten. Das heißt, wenn er es erlaubt. Er steht ja wahrscheinlich finanziell vor dem Nichts. Ich habe seine Adresse nicht. Oh, die können Sie herausfinden. Ihm von meinem Wunsch berichten. Das ist das Einzige, worum ich Sie bitte. Um nichts sonst. Das müsste sich machen lassen. Ob er sich allerdings einem Gespräch mit Ihnen gewachsen fühlt? Das werden wir sehen. Das muss er selbst entscheiden. So ist es. Ich will ihn nicht drängen, aber für mich ist das von entscheidender Bedeutung. Es wird Zeit für mich, Ordnung zu schaffen in meinem Leben. Verstehen Sie?